Wir leben heute an der Spitze der historischen Entwicklung, die ein ständig fortlaufender Prozess ist. Ein Großteil dessen, was wir sehen und auch sind, geht auf Ereignisse oder langsame Entwicklungen der Vergangenheit zurück. Vieles davon ist nur noch indirekt in der Landschaft erkennbar, vieles kann man aber auch deutlich sehen, jedenfalls, sofern man davon weiß. In diesem kleinen Film gehe ich viele Jahre zurück, besichtige die Gegend um Heidelberg, bevor die Stadt überhaupt da war, reise weiter in die Zeit der Stadtgründung und zeige, wo und wie die jahrhundertealten Wege in und um Heidelberg noch sichtbar sind. Heidelberg ist heute Touristenmagnet und Universitätsstadt. Reisende und Studenten bevölkern die Altstadt, die berühmte Schlossruine, die alte Brücke und natürlich die vielen Restaurants und Kneipen. Sie kommen aus allen Teilen der Welt deswegen und die Ruprecht-Karls-Universität aus dem Jahr 1386 ist die älteste Uni Deutschlands. Was viele nicht wissen ist, dass eigentlich die kleinere, etwas abgelegene Nachbarstadt Ladenburg früher das Zentrum der Region war. Ladenburg, bekannt als Lobudunum, entstand Ende des 1. Jahrhunderts aus einem römischen Militärkastell. Die Stadt war der Hauptort einer größeren Verwaltungseinheit, einer Civitas. Hier liefen viele Wege zusammen und man lebte römische Kultur nach dem großen Vorbild Roms. Es gab prächtige Bauwerke, darunter das große Theater, eine riesige Basilika, ein Forum und natürlich Thermen. Eine von den Römern gebaute Straße verlief schnurgerade von Lobudunum in südöstlicher Richtung, dahin, wo sich heute der Heidelberger Stadtteil Neuenheim befindet. Ich bin jetzt in Ladenburg an der Stelle des alten Heidelberger Tors, des mittelalterlichen Stadttors. Hier war früher die Stadtmauer und hier befand sich das Tor und von hier aus geht da direkt weiter die Straße nach Heidelberg, die genau entlang oder direkt auf der alten römischen Straße verlaufen ist. Da komme ich erst da hinten irgendwann auf die Schnittstelle der alten römischen Stadtmauer. Das hängt damit zusammen, dass zur Zeit der Völkerwanderung im frühen Mittelalter, Ende der Spätantike, die Städte allgemein kleiner geworden sind. Man hat sich zurückgezogen auf den Kern. Ein paar Hundert wieder weiter bin ich jetzt hier am römischen Stadtausgang gelandet. Da geht die Straße nach Heidelberg oder zur früheren römischen Siedlung Neuenheim hin. Und hier haben wir einen Leugenstein, einen Meilenstein aus römischer Zeit. Steht sogar dran, aus welchem Jahr, 220 gesetzt nach Christus. Das wird eine Kopie sein, das ist kein Original. Die Inschrift auf dem Stein sagt allerdings tatsächlich aus, dass dieser Meilenstein, dieser Leugenstein, tatsächlich in Ladenburg posit a Lobudunum gesetzt worden ist. Also, dass der wirklich hier gestanden ist und nicht von woanders her hierher gebracht worden ist. Ein weiterer Leugenstein auf der Römerstraße zwischen Ladenburg und Heidelberg. Ist natürlich auch kein Original, aber es steht immerhin ziemlich genau dort, wo er auch früher gestanden hat, weil drauf steht, wie weit er von der Stadt Lobudunum entfernt war. Ladenburg da drüben. Eine gallische Leuge entfernt von der Stadt. Über 4 Kilometer kann man auf römischen Spuren die alte Straße befahren oder begehen, bis der heutige Feldweg von der Trasse abweicht. So, hier ist Ende. Die Römerstraße geht zwar weiter, aber die moderne Straße hier hat eben nicht mehr. Die römische Straße kann man jetzt allerdings noch im Luftbild sehen. Ich bin jetzt um diesen Bauernhof drum herum gefahren, wo die römische Straße rein verläuft. Und auf der anderen Seite, wo es weitergeht Richtung Heidelberg, da ist hier so eine Schwelle, so ein Hügel, so ein Wall. Und das ist die römische Straße. Die war ja befestigt mit Kies und Schotter und Steinen, wurde da ein Unterbau gebaut, ein Fester, damit man da besser drauf fahren kann. Und dadurch war die Straße höher als die Umgebung. Eine Hochstraße, ein Highway sozusagen. Und das sieht man hier noch. Deswegen ist es hier, ist da diese Schwelle im Feld und in der Straße. Hier an einem Aussichtspunkt am Heiligenberg bei Heidelberg
hat man einen schönen Blick auf Teile des dortigen römischen Siedlungsgebiets. Rechts, also nördlich des Neckars, unter dem heutigen Neuenheim, befand sich der Hauptteil der Siedlung. Hier endet die Straße aus Lugudunum. Ab dem Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus befand sich hier ein Kastell, das nach einem Brand ein wenig westlich verschoben neu errichtet wurde. Um das Kastell siedelten sich Zivilisten an, genau wie in Lugudunum. Eine Brücke führte über den Neckar an das südliche Ufer, wo sich auch die Siedlung fortsetzte. Eine Straße führte dann weiter Richtung Süden. Diese römische Siedlung ist aber nicht die Vorgängerin der Stadt Heidelberg. Der Kern Heidelbergs, die alte Burg und später auch das Schloss sowie die Stadt zu deren Füßen liegen einen guten Kilometer weiter östlich im Taleinschnitt des Neckars. Zur römischer Zeit gab es hier gar nichts außer Wald. Und das blieb auch noch eine ganze Weile so. Dieser Gedenkstein hier am Neuenheimer Neckarufer zeigt die Stelle, an der die römische Brücke den Neckar überspannte. Am Ende des 1. Jahrhunderts war sie noch komplett aus Holz. Um 200 wurde sie aber neu gebaut. Sie bekam steinerne Pfeiler und einen Aufbau aus Holz und dadurch war sie um einiges stabiler als die Vorgängerbrücke. Das Gebiet rechts des Rheins, also auch Lugudunum und die kleine Töpfersiedlung am Neckar, wurde durch den Limes etwa 50 Kilometer weiter östlich geschützt. Der Limes war eine Art von militärisch geschützter Grenze, mit deren Hilfe kontrolliert wurde, wer das römische Gebiet betrat. Ab der Mitte des 3. Jahrhunderts befand sich das riesige römische Reich in einer schwierigen Lage. Immer wieder wurde der Limes von Plündergruppen überwunden, die Siedlungen tief im römischen Reich überfielen und häufig mit reicher Beute wieder verschwanden. Daher entschied sich schließlich die römische Verwaltung, das rechtsrheinische Gebiet aufzugeben und den Rhein wieder als Grenze zu nutzen. Für unsere Region bedeutete das, dass die Bewohner keinen militärischen Schutz mehr genossen. Viele zogen daher in den sicheren Westen und die römischen Siedlungen verfielen. Auch die Neckarbrücke, die nicht mehr instand gehalten wurde, verfiel schnell zur Ruine. Ab dem Ende des 3. oder Anfang des 4. Jahrhunderts durchquerten Reisende den Neckar wohl an einer Furt, vielleicht an der Stelle der früheren Brücke, also genau hier, an den heutigen Neckarwiesen, nicht weit von der Theodor-Heuss-Brücke entfernt. Die römische Straße zum Ladenburg und dem wichtigen Neckarübergang beim heutigen Heidelberg wurde auch im Mittelalter weiter genutzt, aber gleichzeitig gewann eine weitere, wohl noch ältere Straße an Bedeutung, nämlich die Bergstraße, die direkt westlich am Fuß des Odenwaldgebirges in Nord-Süd-Richtung verlief. Die Römerstraße und die Bergstraße trafen sich am Flussübergang und von hier aus konnte man weiter nach Süden reisen. Im 8. Jahrhundert werden erstmals die Dörfer Neuenheim an der Nordseite und Bergheim an der Südseite des Neckars erwähnt. Beide bleiben aber über die Jahrhunderte landwirtschaftlich geprägt und entwickelten keine städtischen Infrastrukturen. Ich habe hier im Kugis mal mehrere Zeitebenen aufeinander geblendet. Rot ist die römische Zeit und blau ist Mittelalterzeit. Und ich habe das gemacht, um zu verdeutlichen, wie sich die Verkehrsführung von der Römerzeit zum Mittelalter verändert hat. Die römische Brücke, das ist sicher, die stand hier. Wo die Furt war, das ist nicht ganz sicher, zumal die sich auch über die Zeit verlegt haben könnte. Aber wenn man sich den Neuenheimer Stadtplan anschaut, insbesondere den Urkatasterplan von 1874, bietet sich diese Stelle hier an. Hier führt eine Straße direkt auf den Fluss zu. Und auf der gegenüberliegenden Seite geht eine Straße weiter. Und der Urkatasterplan zeigt noch, dass diese Stelle, die jetzt hier tatsächlich eine richtige rechtwinklige Kreuzung ist, früher mehr eine Art von Gabelung gewesen ist. Wir haben hier eine Straße, die nach Richtung Westen abbiegt und nach Ladenburg führen könnte. Eine, die nach Osten führt und möglicherweise auf den Heiligenberg nach oben geführt hat, wo es ja früher im Mittelalter zwei Kloster gegeben hat. Und wir haben hier eine Straße, die nach Norden weiterführt, die wahrscheinlich vom Bergstraßenverkehr genutzt worden ist. Und das mit dieser Straßengabelung ist deswegen interessant, weil es eben ein Hinweis auf einen früheren Flussübergang gewesen sein kann. An Furten und Brücken gab es früher diese Gabelungen, weil von allen Seiten der Verkehr hergekommen ist, aus allen Richtungen und eben auf diesen Flussübergang zugehalten hat und sich dort versammelt hat, um die Brücke oder um den Fluss zu überqueren. Deswegen wäre diese Gabelung, so sie denn tatsächlich zu erkennen ist, zumindest auf dem alten Katasterplan, ein sehr guter Hinweis darauf, dass hier früher zumindest eine Zeit lang eine Furt gewesen ist. Dann ändert sich auf einmal alles. Bereits vielleicht im 11. Jahrhundert wurde eine Burg tiefer im Tal, einen Kilometer abseits des Flussübergangs, errichtet. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die alte Burg auf der Molkenkur, die heute nicht mehr zu sehen ist. Diese Burg wurde zusammen mit dem Pfalzgrafentitel zunächst den norddeutschen Welfen und 1214 schließlich den auch in Bayern ansässigen Wittelsbachern übertragen. Zwischen etwa 1150 und dem 14. Jahrhundert stiegen diese Pfalzgrafen bei Rhein zu den wichtigsten Amtsträgern des Heiligen Römischen Reichs auf. Sie gehörten zu den sieben Kurfürsten, die den deutschen König wählten.
1400 bis 1410 stellten die Pfalzgrafen mit Ruprecht III. Sogar selbst den deutschen König, womit Heidelberg sozusagen kurzzeitig Hauptstadt des Gesamtreichs war. Diese Pfalzgrafen ließen sich also in der Burg nieder. Die Entstehung und Entwicklung Heidelbergs ist die folgenden Jahrhunderte aufs engste mit den Pfalzgrafen verknüpft. Sie planten Heidelberg auf dem Reißbrett als neue Stadt zu Füßen ihrer Burg. Der gitterförmige Grundriss Heidelbergs zeigt auch, dass die Stadt nicht langsam gewachsen ist, sondern planmäßig angelegt wurde. 1196 wird zum ersten Mal in einer Urkunde der Name Heidelberg erwähnt. Heidelberg entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Standorte der Pfalzgrafen bei Rhein und wurde im Laufe des Spätmittelalters zu deren ständiger Residenz. Etwas ärgerlich war nur, dass Heidelberg keinen eigenen Flussübergang hatte. Der lag nämlich noch immer bei Neuenheim, etwa 1 Kilometer westlich der Burg. Daher wurde im 13. Jahrhundert wieder eine Brücke gebaut, an dem es in der näheren Umgebung um die 1000 Jahre lang keine Neckarbrücke mehr gegeben hatte. 1284 wird diese neue Brücke erstmals erwähnt. Sie wurde dort errichtet, wo sich auch heute die umgangssprachlich sogenannte Alte Brücke befindet. Hier führte sie Händler und Reisende über den Neckar und direkt auf den Marktplatz zu. Allerdings währte die Freude nicht lange, denn sie wurde schon wenige Jahre später wieder zerstört. Ein Hochwasser mit schweren Eisschollen riss den Aufbau einfach ab. Sie wurde wieder neu aufgebaut, aber bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Heidelberger Brücke noch 7 weitere Male durch Naturkatastrophen oder Krieg zerstört und immer wieder an der gleichen Stelle neu errichtet. 1786 bis 88 wurde schließlich die alte Brücke erstmals in Stein gebaut. Sie ist die 9. und bisher letzte alte Brücke in Heidelberg. Man weiß nicht, wie die erste 1284 erwähnte Brücke aussah. Denn erste Abbildung von Heidelberg und der Brücke gibt es erst seit dem 16. Jahrhundert. Hier ist auch nicht die erste, sondern bereits die 6. Brücke zu sehen. Man nimmt an, dass auch die erste Brücke von 1284 bereits Steinpfeiler hatte, während die Fahrbahn aus Holz war. Ich habe mir den Spaß nicht nehmen lassen und habe auch die frühere alte Brücke, eine der früheren alten Brücken, versucht zu rekonstruieren. Das hier ist die 6. Brücke, die wir aus dem Münsterpanorama kennen, das eben zu sehen war. Man kann ja nicht von einer wissenschaftlichen Rekonstruktion sprechen, weil ich dafür einfach zu wenig weiß von dieser Brücke. Ich habe es wirklich genau nach Sicht gemacht. Ich weiß nicht, wie hoch dieser Turm gewesen ist. Oder ich weiß auch nicht, welche Farbe jetzt die Türme hier hatten. Auf dem Panorama sieht es aus, als sei es hell und als seien keine Steine zu sehen, sodass ich davon ausgehe, dass es verputzt ist, und habe einfach mal eine weiße Putzfarbe angenommen. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel nicht genau, wie diese Pfeiler waren. Das sind jetzt genau die gleichen Pfeiler wie von der heutigen alten Brücke. Von der habe ich eine Bauzeichnung, deswegen konnte ich die einigermaßen getreu wieder aufbauen. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch die Pfeiler der älteren Brücken sind und wie alt diese Pfeiler sind. Also ich habe das einfach mal versucht, so getreu wie möglich wieder aufzubauen, nach Sicht. Diese Brücke, die hier zu sehen ist, die 6. Brücke, das ist eine Steinpfeilerbrücke. Das heißt, sie hat Steinpfeiler mit einem Holzaufbau. Ja, weil die Pfeiler ein bisschen weit auseinander sind, wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, bei meiner Bauzeichnung. Weil die Pfeiler ein bisschen weit auseinander sind, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da einzelne Bretter so weit rüber reichen. Und habe mich deswegen mal ein bisschen kundig gemacht, wie man diese Holzaufbaubrücken denn womöglich rekonstruieren kann. Ich habe da auch was gefunden. Ich baue das hier mal ab. So, und zwar gibt es Brücken, die im Prinzip, sind im Prinzip Bogenbrücken. Man kann es hier ganz gut sehen, aus Holzbalken wird dann da ein Bogen geformt. Das Ganze wird dann hier an den Pfeilern abgestützt. Und an diesem Bogen kann man dann weitere Aufbauten befestigen. Im Prinzip den ganzen Rest. Man kann dann da Balken dran festnageln, oder an diesen Balken kann man dann Bretter festnageln. Und im Grunde ist es einfach eine ganz normale Bogenbrücke. Das Ganze war laut dem, also jedenfalls nach dem Münsterpanorama, an der Seite auf irgendeiner Höhe mit Brettern wahrscheinlich zugebaut und hatte ein Dach. Ich habe jetzt hier einfach mal Holzschindeln genommen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob das stimmt. Hatte ein Dach, das dazu da war, diesen Bretteraufbau gegen die Witterung zu schützen. Ich bin sicher, dass diese Brücke doch einiges hergemacht hat. Sie hatte einen stabilen Unterbau, man konnte auf ihr sicher mit allen Waren in die Stadt kommen oder auch aus der Stadt hinaus. Und gerade mit diesem Eingang, diesem Toreingang, das macht schon einiges her. Schauen wir doch mal rein. Vielleicht hat das so oder so ähnlich ausgesehen, wenn jemand die Stadt betreten wollte und von der Nordseite des Neckars kommend vor dem Brückenturm stand. Je
Die Konsequenz des Brückenbaus einen Kilometer weiter östlich des alten Flussübergangs war, dass ein Großteil des Bergstraßenverkehrs jetzt nicht mehr bei Neuenheim die Furt oder eine Fähre nutzte, sondern nur nach Osten abbog, um über die Heidelberger Brücke zu fahren. Dieses Abbiegen kann man auch heute in der Häuserfront sehen. Die Front beschreibt hier sehr deutlich eine Kurve nach Osten und zeigt so an, wie früher der Hauptverkehr verlief. Kurven waren für Fuhrwerke einfacher zu befahren als rechtwinklige Knicke an Kreuzungen. Die alte Trasse der Bergstraße ist in Neuenheim statt einer vielbefahrenen Straße im Mittelalter und in der Neuzeit heute nur noch eine ruhige Nebenstraße im Wohngebiet, während der heutige Stadtverkehr eine Parallelstraße nutzt. Nachdem man jetzt also über die Ladenburger Alte Römische Straße oder über die Bergstraße hier nach Neuenheim gekommen ist, hier abgebogen ist über diese runde Ecke, weiterfährt über die Brücke und in Heidelberg angekommen ist, was macht man dann? Man kann entweder die Hauptstraße in Heidelberg entlangfahren und dann in Richtung Süden die Bergstraße weiter entlangfahren, oder man fährt ins Neckartal hinein, zum Beispiel zum Kloster Schönau, oder man fährt auf den Berg hinauf und von dort aus auf den Höhenrücken in verschiedene Richtungen weiter. Der Weg durch das Neckartal direkt am Fluss entlang war allerdings kein einfacher Weg. Es ist überhaupt fraglich, ab wann es dort Wege gab. Dieses Tal ist so eng und so gewunden, die Felsen reichen teilweise bis direkt an den Fluss ran, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Weg gar nicht immer zu jeder Zeit befahrbar war. Es ist gut möglich, dass da die Wege teilweise versumpft gewesen sind oder weggerissen worden sind oder aus sonstigen Gründen einfach nicht nutzbar waren, so dass man diesen eigentlich bequemen Weg ohne große Ansteigung am Fluss entlang nicht immer nutzen konnte. Die Felsen im Neckartal direkt am Fluss, die bis ans Wasser oder bis ans Ufer direkt ranreichten, die waren derartig störend, dass man im 18. Jahrhundert, als man dann angefangen hat, zweispurige Straßen auszubauen und zu befestigen, diese Felsen erstmal wegsprengen musste, um Platz zu schaffen für diese neue Straße. Die Alternative ging dann, indem man auf einen der Berge hochfährt, je nachdem in welche Richtung man wollte, entweder auf den Königstuhl und von dort aus weiter Richtung Osten oder Süden, oder im Norden auf den Heiligenberg, von dort aus gibt es auch einen Weg Richtung Nordosten. So ein Weg über den Berg ist weitaus weniger abhängig von Umwelteinflüssen. Das bedeutet zunächst einen steilen Anstieg direkt geradeaus auf den Berg hinauf, aber wenn man erstmal oben ist, dann kann man ziemlich weit fahren, ohne großartige Steigungen bewältigen zu müssen. Insgesamt sind Höhenwege einfach trockener als Wege im Tal, wo der Untergrund durch Stauwasser schnell versumpft, so dass die Wege nur noch schwer begeh- und befahrbar waren. So einen Hangweg, wie man jetzt hier sieht, hätte es im Mittelalter nicht gegeben. Er ist so gut wie ebenerdig, also hat keine Steigung. Was daran liegt, dass er terrassiert ist. Man sieht also, dass hier von links der Berg so geht und er würde eigentlich so weitergehen, direkt weiter. Aber er wurde hier links eingeschnitten und rechts ein bisschen aufgeschüttet, sodass der Weg hier gerade wäre, obwohl hier eigentlich überhaupt keine gerade Fläche wäre für einen Weg. Solche Ebenen, Wege direkt am Hang entlang ohne Steigung, die sind also immer ein gutes Kennzeichen daran zu sehen, dass es kein mittelalterlicher Weg ist, sondern ein neuerer, der mit Absicht aufgeschüttet worden ist und mit Absicht hergestellt worden ist. Das ist jetzt im Mittelalter nicht gegeben. Da ist man dann entweder direkt oben über den Bergrücken gefahren oder steil bergauf. Also hier wäre es schwer, steil bergauf zu fahren, direkt bergauf. Das glaube ich nicht, dass das möglich wäre. Man hätte einen anderen Weg genutzt, aber jedenfalls war dieser Weg im Mittelalter noch nicht da. Erst auf dem Ende des Spätmittelalters, also im Übergang zur frühen Neuzeit, also ab 1500, kam es dann auf, dass man angefangen hat, Wege zu befestigen oder hangseitig aufzuschütten, kleine Mäuerchen drunter zu bauen, damit das Ganze besser hält. Davor hat es das nicht gegeben. Der Grund dafür, dass solche Wege nicht gegeben hat, ist einfach der, dass die gewartet werden mussten. Also sie mussten erstmal hergestellt werden, das ist aufwendig. Es gab keine zentrale Macht, die sich dafür in der Verantwortung gesehen hätte, das zu machen und auch hinterher instand zu halten. Und der einfachste Weg war tatsächlich der, den Weg zu nehmen, der nicht hergestellt werden musste, sondern der natürlich war und den man einfach so begehen konnte. Das heißt, am besten höher gelegen und vor allem nicht direkt durch das Tal an einem Flusslauf entlang und optimalerweise direkt auf felsigem Grund. An den steilen Anstiegen auf Berge hinauf entstanden dann Hohlwege. Auf den unbefestigten Fahrbahnen wurde durch die stetige Nutzung Material gelockert und durch die Witterung abgetragen, so dass die Wege sich immer tiefer in den Boden eingeschnitten haben. Hohlwege sind gar nicht so selten, sondern im Gegenteil ein ziemlich häufiges Phänomen.
In hügeligen Wäldern findet man sie oft. Man braucht nur zu einer alten Kreuzung zu gehen und sich drumherum umzuschauen. In einem anderen Video habe ich das Thema kürzlich erst behandelt. Hier in meinem Kugis habe ich die Hohlwege eingetragen, die ich bisher um Heidelberg herum gefunden habe. Das sind dann diese kleinen blauen Streifen, diese doppelten hier. Und hier oben, die habe ich bisher begangen. Also ich bin im Gelände hingegangen und habe mir die angeschaut und dokumentiert. Und mein Ziel ist, dass ich im Laufe der Zeit alle Hohlwege finde, die es in der Gegend gibt. Einfach weil es irgendwie Spaß macht, diese alten Wege neu zu entdecken. Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden Straßen befestigt und dadurch die Verkehrswege sozusagen zementiert. Reisen wurde einfacher und die alten, nur nicht mehr genutzten Wege gerieten in Vergessenheit. Auch wenn man sie noch immer sehen kann, wie die Ladenburger Römerstraße und Hohlwege im Gelände. In Städten wie Heidelberg, deren Grundriss sich seit der Gründung nicht wesentlich verändert haben, sind die jahrhundertealten Wege natürlich noch immer da und in Benutzung, auch wenn sich hier aussehen und meistens auch die Gebäude an den Straßen schwer verändert haben. Außerhalb der Städte kann man mit Hilfe historischer Karten ebenfalls alte Straßen finden. Ich bin jetzt hier auf dem Feld zwischen Neuenheim, Ladenburg und Dossenheim irgendwie. Und schon ein Stück weit von der römischen Straße weg, die läuft da drüben irgendwo entlang. Sehen kann ich sie nicht, aber ich weiß, dass sie da ist. Hier sind die Äcker alle rechtwinklig eingeteilt mit kleinen rechtwinkligen Feldwegen dazwischen. Eine Ausnahme, nämlich dieser Weg hier geht schräg durch, mitten nach Richtung Handschuhsheim direkt drauf zu, durchschneidet die ganzen rechtwinkligen Straßen. Und es liegt daran, dass es eine alte Straße ist, die eben sich nicht an irgendwelche rechtwinkligen Flurgrenzen hält, sondern die einfach auf ein bestimmtes Ziel, wahrscheinlich zu irgendeinem Neckarübergang drüben bei Ladenburg, zugehalten hat. Und deswegen schräg verläuft. Das sieht man auf der Landkarte ganz wunderbar, ist sehr interessant. Und diese Straße fahre ich jetzt auch, denn man fährt ja gerne auf historischen Wegen.